herzlich willkommen zu einer neuen freudigen und sonnigen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr verfolgt uns bestimmt auf Instagram und stalkt uns auf Facebook und tanzt mit uns auf TikTok und verdient mit uns Millionen auf Patreon, beziehungsweise ihr bringt uns dazu, dass wir Millionen verdienen auf Patreon. Ich habe schon gedacht, dass du das Konzept von Patreon nicht verstanden hast, dass jetzt die Zuschauer Millionen mit uns verdienen. Ich bin auch zufrieden, wenn die Zuschauer mit uns Millionen verdienen, weil manche sind dann da so nett dabei und stecken uns wieder ein bisschen was zu. Also von mir aus, habt alle viel Geld und verdient viel Geld auch gerne mit uns. Druckt mit unseren Gesichtern Leiberl, verkauft es und gebt es uns einfach oder so viel wie es möglich. Pappfiguren. Genau, oder Sandsäcke. Es ist mir egal. Von mir aus könnt ihr auch mit meinem Gesicht Schlapfen drucken, wo die Menschen reinsteigen können, wenn es hilft. Ich stelle mir gerade vor, wo ich mit Schlapfen von mit einem Gesicht drauf durch die Gegend gehe. Also irgendwie finde ich das sehr, sehr erheiternd. Wenn irgendwer da draußen Schlapfen produziert und Schlapfen mit unseren Gesichtern verkaufen will, wir klatschen das bei uns in den Shop rein. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir das technisch hin und dann verkaufen wir die Teile. Und die tragen sie noch. Die laufend rennen. Die laufend entdeckend Podiletten. Richtig. Das nächste heiße Ding. Jo, aber jetzt sind wir schon mittendrin. Also es ist der eine da, es ist der andere da. Kann losgehen. Es wird heute wieder intim. Wir sind heute nur zu zweit. Wir sind nur zu zweit, aber wir wollen von uns weglenken. Können wir das noch so zu zweit und so? Weiß ich nicht. Wir müssen uns wieder einswingen zu zweit. Wollen wir das noch so zu zweit? Weiß ich nicht. Oder fehlt uns da was? Weiß ich nicht. Wenn die Routine die Ausnahme ist, ist es auch wieder, wie nennt man das, erfrischend und neu. Oh, es ist so wohlig. Aber es fühlt sich doch wieder wie zu Hause an, Peter. Ich fühle mich immer wie zu Hause an. Ach, ja. Wir haben, glaube ich, eine aktuelle Stunde. Ich habe natürlich die Zimbel, aber schau, siehst du, nach all den Jahren, also all den Monaten eher, wann war die letzte Folge, wo wir die Zimbel rausgeholt haben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wann du die Zimbel rausholst. Aber ich habe mir gemerkt, wie sie heißt. Oh. Ich weiß zwar nicht, wo sie ist, aber ich habe gemerkt, wie sie heißt. Okay, dann zimbel dir eine. Zimbel. Sehr schön. Also, wir haben zwei Themen. Das erste Thema lasse ich dir. Dieses Wochenende nämlich, also sprich entweder morgen oder heute oder vor neulich, findet ein cooler Trailrun statt. Sagen wir einfach der 24. September 2022. Ja, der Alpine Team Trailrun findet da statt. Wir können zwar leider selber nicht teilnehmen, hätten aber irgendwie fast gern. Und es gibt da einen 23-Kilometer-Lauf mit flockigen 1500 Höhenmeter oder einen 50er mit flockigen 3600 Höhenmeter. Also sowas für die richtigen Flachländer unter uns. Mhm. Und ja, jeder, der will, kann gerne teilnehmen. Und wir werden dann auch noch im Nachhinein über das Event berichten und wollten das nur vorher mal kurz erwähnen. Also, wenn ihr spontan hinschauen wollt, schaut hin. Und das ist nämlich wo? Das ist eine gute Frage. Gib mir noch kurz. Wo ist das? So genau ist mir. Das verrate ich die Startseite nicht. Ach. Weißt du, wo das ist? Es ist auf alle Fälle. Der Martin Lindinger hat es gemacht. Cooler Typ. Den könnt ihr auch gerne mal stalken. Sage ich nur. Und das Ganze ist in. Ja, ich glaube, das ist noch Salzburg, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und die Ortschaft dort heißt Werfenweng. Ich glaube, das ist. In der Ausschreibung, mein Freund, in der Ausschreibung. Ja, wenn ich die Startseite mir anschaue, scroll ich da rauf. Ja, die Startseite ist die Startseite und die Ausschreibung ist die Ausschreibung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn es dasselbe wäre, hieße es ja auch gleich. Du bist heute wahnsinnig philosophisch unterwegs. Na. Nein, aber ich weiß es nicht. Aber es ist Salzburg, ja, und zwar ist es mitten in Salzburg, um genau zu sein.
Ich weiß ja bei meinen eigenen Rennen auch nicht, wo sie sind. Also ja. Warum sollte ich das dann? Für Menschen, die Werfenweng jetzt nicht kennen, es ist in der Nähe von Bischofshofen. Das kennen viele Menschen. Vom Skispringen zumindest. Zumindest vom Skispringen und ich glaube, es ist auch ein relativ großer Bauernhof dort. Aus Gründen, weiß ich das. Also ich glaube, die Information mit Bahnhof, die macht jetzt den Unterschied aus. Das, ohne dem hätten, glaube ich, die Zuhörer drinnen das nicht gewusst, wo Bischofshofen ist. Aber mit Riesenbahnhof genau. Ist alles klar. Siehst du. Anschauen. Wir verlinken natürlich die Webseite auch und dann mitmachen. Gut. Und wenn nicht, wenn ihr dieses Jahr nicht könnt, dann einfach nächstes Jahr mitmachen. Jetzt schon anmelden fürs nächste Jahr, genau. Warum auch nicht? Geht, einfach trotzdem machen. Einfach in Organisationschef anschreiben und sagen, ich will mitmachen. So einfach ist das. Genau. Guti. Aber es sind ja vor ein paar Tagen ein paar Verrückte 24 Stunden lang im Kreis gelaufen. Korrekt. Warum man immer das auch tut, aber da ist einer ganz, ganz lang im Kreis herumgelaufen. Wie lange ist er denn gelaufen, Peter? Das weiß ich nicht, aber zählt haben 24 Stunden. Wie weit? Weiß ich auch nicht. Ich kann nur sagen, wie weit er in die 24 Stunden gelaufen ist. Soll ich es verraten? Nein. Okay, dann nicht. Podcast Ende. Gehen wir zum nächsten Thema. Nein, er ist gelaufen 319,614 Kilometer in 24 Stunden. Das ist, glaube ich, knackiger 430er Schnitt. Und es ist der Alexander Sorokin aus Litauen. Der hat schon einige solcher Rekorde auf dem Laufschuh-Kerbholz. Buckel. Also er ist jetzt da, glaube ich, nicht so unterwegs auf Trails oder so irgendwas, sondern er ist wirklich für solche Dinge bekannt. Also was weiß ich, 50 Kilometer, 100 Kilometer, 100 Meilen, 24, 12 Stunden läuft, also diese ganzen, wie nennt man das, 10, also diese eher meditativen Läufe, wo einfach nichts passiert, so nichts, außer lauf im Kreis. Ja, aber du hast doch gesagt 100 Meilen, oder? Das impliziert jetzt nicht, dass er die im Kreis läuft, oder? Ich glaube, auch die läuft da im Kreis. Oder auf einer relativ überschaubaren Runde. Okay. Weil er hat einen Weltrekord 2021 aufgestellt auf die 100 Meilen in 11 Stunden 14. Und das war auf einer Laufbahn, wenn ich mich nicht täusche. Ah, das ist meistens, glaube ich, so. Oftmals werden die ja in Amerika bei diesem Across the Year oder sowas aufgestellt, was ich weiß. Mhm. Das ist so es war bei ihm beim Centurion Running Track 100, aber es ist ein Running Track 100, ja, also, ja. Also auf alle Fälle, der steht auf Datenbahn mal lang. Ja, ich glaube, das ist so ein eigener Schlag Ultraläufer, oder? Die sich das antun. Ja, ja. Aber es hat irgendwie schon was Meditatives und es hat vor allem was sehr Berechenbares, weil du halt relativ viele Variablen ausschalten kannst. Eine davon ist das Hirn wahrscheinlich. Ja. Damit, ganz ehrlich, auf die Dauer denken tust dann ja nichts mehr. Also egal. Nein, glaub, und zwar egal, ob du jetzt abwechslungsreife Landschaft hast oder nicht, weil irgendwann ist einfach nichts mehr da zum Denken. Ja. Ja, es hat schon was eigen. Also ich habe schon mal 12 Stunden gemacht und nein, wir haben nur mal drüber geredet, glaube ich, dass man irgendwie was. Mhm. Und beim Marathon, bei dem Wintermarathon sind wir auch im Kreis gelaufen. Damals. Genau. Aber es hat irgendwas Eigenes und ich finde, es ist gar nicht so fad, wie man sich vorstellt. Ob man das dann 11, 12 Stunden macht und in einem 430 Schnitt 24 Stunden, ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ja, vor allem die Geschwindigkeit ist einmal ein ganz anderes Thema noch. Aber er ist 100 Meilen jetzt schon so sub 11 gelaufen in 10,51. Er hat in 12 Stunden 110 Meilen gemacht. Er hat jetzt in 24 Stunden einen eigenen Weltrekord aufgestellt. Also in dieser Sparte Ultralauf ist er, glaube ich, wirklich unangefochten im Moment. Ja. Ja, das ist irgendwie ganz eigen. Wir hatten es ja mit der Sabrina auch schon. Auf das muss man irgendwie stehen. Und wenn man da so ein bisschen die Nische in der Nische ist, dann
interessant an der Sache ist ja, dass der Sorokin 2013 erst zum Laufen angefangen hat. Um auch so Gewicht drei zu verlieren. Lang gegen die Wand, also mit das war's nicht. Aber er hat ungefähr 100 Kilo gewogen, nachdem er war früher Kajakfahrer und hat dann Gewicht zugenommen, weil er nichts mehr da hat, weil er eine Schulterverletzung gehabt hat, was für einen Kajakfahrer halt ziemlich deppert ist. Und hat dann eigentlich nichts mehr gemacht, außer Bier trinken und rauchen. Von 2006 bis 2013, was schon eine Zeitl ist. Also da ist dann Fitness einmal weg. Ja, und dann hat er angefangen zum Laufen und bis 2019, hört, ist er ohne Coach gelaufen. Just saying. Ja, aber jetzt hat er seit 3 Jahren einen und jetzt läuft der Weltrekord. Just saying. Ich glaube, das ist aber dann auch schon wurscht. Meinst nicht, dass 3 Jahre strukturiertes Training dann doch auch einen gewissen Effekt hat? Ja, jetzt vielleicht, aber er hatte die ersten Weltrekorde schon aufgestellt vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Also, ja, da hat er auch schon einen Coach gehabt, wenn er schon seit 3 Jahren einen Coach hat. Am Anfang nicht. Also, der Coach hat dann noch vielleicht die letzten 3% auch so gut, aber die ersten 97%. Also, er hat was gebracht. Ja. Wir haben nie behauptet, dass man ohne Coach nicht auch erfolgreich sein kann. Nur dass man halt mit strukturiertem Training und mit einem, der durchschaut, halt noch besser. Ja, man kann auch mit Coach scheiße sein. Richtig. Schau mich an. Das ich wollte einen schlechten ich nicht Trainer, sagen. Du hast einen guten erwischt. Wir haben denselben. Nur bei mir übermüde sich halt. Nee, das habe ich auch schon festgestellt und das muss ich immer noch irgendwo vorhalten. Ich habe das Gefühl, bei dir ist engagiert, bei mir ist er so, nee. Aber das ja, ist, weißt, hilft ja nichts. Du bist halt so der Neue, der noch nicht lange mit ihm trainiert. Mich trainiert er schon seit 5 Jahren. Das ist, ja, du bist ein bisschen abgelutscht. Ich bin halt neu und aufregend und pep vielleicht und frisch. Ja, vielleicht sollst du da mal eine eigene Frisur zulegen. Nein, oder das hilft nicht. Blondiert er die Fußhaare. Die was? Die Fußhaare, also die Beinhaare. Ja, lieber nicht. Oder färbst du rot? Nein, das ist ein Wahnsinn. Nein, muss ich ihm sagen, das geht so nicht. Und vor allem, wenn das nächste Mal Podcast kommt, dann muss man ja zusammenscheißen. Weil so nicht mit uns. Ich kann mich nicht groß beschweren. Er war bei dem Hauptthema des heutigen Tages engagiert dabei. Ja, eben. Und das missfällt mir. Tja. Aber damit. Was ist denn das Hauptthema? Du bist irgendwo gelaufen, glaube ich. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht teilweise auch ein bisschen geschwommen bist. Deswegen, es war schon Borderline Triathlon. Auch wahr. Weswegen ich schon einen kleinen inneren Gräuel gegen dich hege. Aber zusätzlich zu dem Gräuel, den ich sonst gegen dich hege, ist das eh okay. Nein, aber du bist gelaufen beim Julian Alps bei UTMB, ist ja da bei Kranjska Gora. Genau. Und waren eigentlich initial 108 Kilometer. Ja. Und hat sich ja dann noch nicht herausgestellt, dass es 108 waren. Da hat sich ja vom Rennen einiges getan. Es gibt ein Instagram-Video dazu, das wir verlinken werden, aber magst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was sich da die Tage vor dem Julian Alps getan hat? Ja. Und wenn ihr sonstige Folgen wissen wollt zu Training bis zum Julian Alps, das wollen wir jetzt nicht nochmal alles rekapitulieren, versuchen wir auch zu verlinken in den Shownotes, wo es in den Folgen mit dem Trainer, wo es um dein Training bis zu dem, wo du jetzt startest, geht. Okay. Ja. Also ich würde mal sagen, naja, so 3 Tage, 4 Tage vorher, da habe ich mein grundsätzliches Setup fertig gemacht. Also da habe ich mich vorbereitet mit, wie schaut meine Zeiteinteilung aus, wie würde ich gerne laufen, also wie schaut mein genauer Zeitplan aus. Und der hat ursprünglich gesagt, ich würde gern in Sub 13 ankommen, weil es sind ein bisschen weniger. Es hat ein bisschen leichter ausgeschaut wie Innsbruck, vom Höhenprofil her. Und die Distanz war ungefähr so lang wie Innsbruck original. Da haben wir gedacht, vielleicht geht es.
Dann haben sie in der Woche vorher schon gesagt, Wetter schwingt ein bisschen um, wird ein bisschen schlechter, oje, wir beobachten das. Ich habe es trotzdem zusammengeschrieben, habe das alles fix fertig gehabt und mir gedacht, okay, schau, dass noch irgendwo 13 bis 14 Stunden wird schon passen, auch wenn es nicht ganz so schön ist. Und dann haben sie am, ich glaube, Mittwoch, haben sie gesagt, liebe Leute, das Wetter schaut gar nicht gut aus. Es wird kühl, es wird regnen. Wir müssen Plan B aktivieren, der Route. Plan B der Route hat geheißen, dass sie nicht auf den Hochstuhl, also den Stall, raufgegangen sind, sondern dass das Ganze ein bisschen weiter unten bleibt. Sprich, die Strecke bei, also der höchste Punkt war dann 1700 und ein bisschen was und vorher wäre gewesen 2200. Und das ist schon, wenn es da schlechtes Wetter ist und kalt, machen 500 Meter mehr nach oben schon einen gehörigen Unterschied. Auf jeden Fall. Interessant an der ganzen Geschichte ist, das Teil hätte vorher 108 Kilometer haben sollen und das Teil hat gehabt am Schluss 108 Kilometer. Also, das ist nicht kürzer geworden dadurch. Ja, aber hast du die 108 Kilometer auf der Uhr gemessen oder war das offiziell? Weil du weißt ja, also die Uhrmessung ist so... Beides. Okay. Beides. Die Uhr hat mit dem eigentlich immer auf, weiß ich nicht, lass es 300 Meter sein, gestimmt. Ich war selber sehr verwirrt, weil normalerweise kann es schon sein, dass die Uhr um 2 Kilometer mal abweicht oder so irgendwas. Und sie haben auch irgendwie gesagt, nachher, na, es wird so eher so 104, 105 sein. Aber offenbar haben sie dann trotzdem noch ein bisschen on the fly umgeplant, weil die Wege zum Teil schwer begehbar waren. Ja, und dann war es so, dass wir gesehen haben, okay, das wird regnerisch, das wird schwierig. Ich bin es dann nochmal durchgegangen mit dem Trainer und der Zeitplan hat wirklich gesagt, ich will nach 12 Stunden 59 Minuten im Ziel sein. Ich habe mir alle Timestations ausgeschrieben, wann ich wo sein will. Können wir gerne in die Shownotes hauen, ist jetzt kein großes Geheimnis. Das heißt, du hast trotz Regen und ich meine, es war ja schlechtes Wetter angesagt, an deinem Plan festgehalten. Tendenziell ist an meinem Plan festgehalten, ja. Tendenziell könnte man ja meinen, dass man dem schlechten Wetter irgendwie Tribut zahlen muss. Oder hast du das dann trotzdem für so konservativ gehalten, dass du dir gedacht hast, das wird schon gehen? Oder war es einfach ein bisschen Naivität, irgendwie wird das schon klappen? Wir haben es uns beide angeschaut und haben gesagt, naja, wenn es halt ein bisschen regnet oder so, das geht schon. Also es war jetzt da so geplant, dass wir gesagt haben, das kann sie ausgehen. Also ich habe es aufgeschrieben und der Christoph ist es wirklich Timestation für Timestation gut durchgegangen und hat gesagt, ja, das kann aufgehen. Das traut er mir zu, das müsste eigentlich hinhauen. Das haben wir nachher noch ich glaube Mittwochabend oder so durchgegangen. Oder am Donnerstag, weil da haben sie es doch geändert gehabt. Und da haben wir gesehen, Wetter schaut am Anfang nicht gut aus und sollte dann aber in der Nacht irgendwann besser werden, so Mitternacht, 1, 2 in der Früh und in der Früh vielleicht nochmal herregnen. Dann haben wir gedacht, passt, okay, haben wir in Innsbruck auch gehabt, da hat es auch 2, 3 Mal hergeregnet, ist ja kein Problem. Am Freitag in der Früh habe ich dann mitgekriegt, der 170er, also die 100 Meilen, sind gecancelt worden, weil... Ich wollte vielleicht nur dazu sagen, der Start war am Freitag um 9 am Abend, nur damit genau, man sich da irgendwie auskennt, weil du es jetzt Freitag okay. Also Freitag, also am 16.09. Am Abend, 21 Uhr, und die 100 Meilen waren am 16. um 12 Uhr der Start. Und den haben sie schon mal gecancelt, weil die werden gestartet im Süden, in der Nähe von Tolmin. Und das Problem war, dass es Vermurrungen gegeben hat, also dass die
Trails unpassierbar waren und die Straßen gesperrt waren. Das heißt, sie wären auch mit der Logistik gar nicht hinkommen. Das heißt, die haben ein doppeltes Problem gehabt. Und aber was das, du hast mir das ja schon mal erzählt und was ich mich da initial gefragt habe, ich meine, wenn sie schon die 170er absagen wegen Vermutungen, ist denn jetzt, und das war ja dann teilweise dieselbe Strecke, weil ja auch die durch die Abkürzung, oder dass das nicht auf die 2,5 laufen, ja, die 170er auch verkürzt worden sind. Ja. Habt das dann magischerweise nach 70 Kilometer aufgehört, die Vermurrungen und die Rest, hätte man dann, wäre da nicht nahegelegen, dass das jetzt für die 100 auch ein bisschen riskant ist? Naja, es war, die Vermurrungen, das war am Tag davor und es war weiter im Süden. Also wenn man diese Strecken anschaut, sind die ersten 80 Kilometer ungefähr vom 100 Meiler sind weiter im Süden von diesem, vom Tricklauf, heißt der, glaube ich, von diesem hohen Berg dort unten, unten entlang gegangen. Und in diesem Tal, das ist so ähnlich wie in Italien, das Kanaltal, das ist einfach, wenn dort einmal wirklich was durchfährt, dann kann es schon sein, dass es dort ganz, ganz lokal ganz schlimm ist. Das ist so wie in Kärnten war es, ich glaube im Juni oder so, da hat es auch in Villach hat's stark geregnet und im Treffen, das sind ungefähr, weiß ich nicht, 10 Kilometer weiter oder 15 Kilometer weiter, ja, da hat es den halben Ort weggespült. Und das ist halt lokal begrenzt gewesen, dieses übermäßige, schlimme Wetter. Und der Rest okay. war auch scheiße, aber okay. Also normaler Starkregen und nicht totales Chaos. Normal scheiße. Ja, aber eben nicht so, dass gar nichts mehr geht. Ja, auf alle Fälle, dann haben sie den 100 Meilern angeboten, bei den 100 Kilometerläufern mitzulaufen. Das haben, glaube ich, auch einige gemacht, die sich gedacht haben, wenn ich schon mal da bin, dann mache ich das halt so. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich waren, weil wahrscheinlich werden andere gesagt haben, okay, verschieben meinen Startplatz oder so. Und macht dafür irgendein anderes Rennen jetzt in der Nähe. Keine Ahnung. Laufen bei den Nassfeld Sky Trails mit oder irgendwas anderes, was jetzt da halt die Woche ist oder nächste oder übernächste. Auf alle Fälle, wir sind dann also ich bin hingefahren am Nachmittag, wir waren dann dort vorher schon starten und holen und das war eigentlich alles ganz cool. Dann hast du für den Bus zum Start hin, wenn du es vorher mitgebucht hast, 10 Euro gezahlt und vor Ort 15 Euro. Damit sie dich vom Ziel zum Start führen. Also das ist eine nette Bearbeitungsgebühr. Richtig. Und ich würde das jetzt nicht erwähnen, wenn das nicht noch eine, wenn es nicht erwähnenswert wäre. Weil das Ganze ist zwar einige Kilometer weiter, also du fährst ungefähr eine Stunde mit dem Bus, weil der fährt auch nicht besonders schnell dort auf der Bundesstraße. Aber wir sind insgesamt mehrere Personen gewesen. Also es war der Harry, also ein anderer Schützling vom Trainer dabei, der eigentlich super schnell ist. Dann war der Felix dabei, auch vom Team. Dann war die Nicole Schwarz dabei, die wir auch schon in Innsbruck getroffen haben. Die war schon länger dort und die ist auch den 100er gelaufen. Dann habe ich noch die Vanessa Schätzle getroffen, die auch den 100er gelaufen ist. Die ist allerdings, die hat ja so rundherum Sorglos-Paket gehabt. Also ihr Mann war ihr Labestation, ihr Dachsler und was nicht. Einmal alles. Einmal das Beta-Service. Genau. Und dann haben wir noch getroffen die Petra Rucker und den Stefan Rucker, die zusammengelaufen sind. Also das ist, glaube ich, ein Couple Gold, das du mal haben musst, ein 100er zusammenlaufen. Wenn du das überlebst, dann weißt du, dass du ein bisschen zusammen sein kannst. Genau, dann ist der Rest auch schon wurscht. Nachdem wir schon 100 Kilometer gelaufen sind, heißt das, dass wir jetzt für immer zusammen sind, Peter? Was sagt mir jetzt diese Schweigen? Verlass du mich, Peter? Ich muss los. Ich muss Zigaretten kaufen. Was? Du hast ja gar nicht. Jetzt.
jetzt schon. auf alle Fälle hat es dort schon zum Regnen angefangen und wir sind schon drinnen gestanden. Und da haben wir uns gedacht, das wird vielleicht ein bisschen länger dauern, der Regen. Es hat nie noch hell ausgeschaut. Und wir sind dann um 6 Uhr abends mit diesem besagten Bus alle Richtung Radovlitschka gefahren, weil dort ist der Start. Und der Bus ist dann dort hingefahren, ist beim Busbahnhof stehen geblieben, die Türen sind aufgegangen, das waren glaube ich 3 oder 4 Busse. Und dort sind wir ausgestiegen am Busbahnhof. Dort war aber nicht der Start. Der war nämlich am Hauptplatz, neben der Kirche. Den hat man aber nicht gesehen vom Busbahnhof. Und der Busfahrer hat auch nicht gesagt, wo das ist. Sondern es sind nachher alle von draußen gestanden und haben sich gedacht, ja, wie kommen wir jetzt zum Start? Das heißt, wir haben zwischen 10 und 15 Euro Zeit, damit wir dann irgendwo in irgendeinem Dorf im Nix stehen, irgendwer auf dem Handy schauen hat müssen, wo unser Standort ist und wo der Startstandort ist, damit wir dann in einer großen Traube dem einen Menschen mit dem Navi nachgedingelt sind, dass wir doch noch zum Start kommen. Im Schüttregen. Zum Glück war es rechtzeitig dort, weil wenn das dann jetzt ein bisschen länger dauert hätte und das war halt ein bisschen knapper gewesen, dann haben wir die Waldfee. Ja, dann wäre wahrscheinlich einfach 80% der Starter nicht rechtzeitig beim Start gewesen. Super, super. Also, kleiner Hinweis an dieser Stelle, das ist ein Verbesserungspotenzial, dass man Menschen, die wo starten, auch zum Start bringt oder einer wenigstens sagt, wo das ist. Das ist aber dasselbe wie mit den Laberstationen. Es wundert mich manchmal, dass die Leute dort nicht über die fundamentalen Dinge ihrer Aufgabe Bescheid wissen. So bei der Laberstation ist, wie weit ist zur nächsten Laberstation? Wie viele Höhenmeter sind das? Positiv und negativ? Das sind irgendwie 3 Zahlen, die ich mir merken muss. Und der Busfahrer muss sich auch nur merken, wo geht's hin? Weil das ist seine einzige Aufgabe, ist die Leute zu schauen, dass sie zum Start kommen. Ja, das, aber ich glaube gar nicht, dass das der Fehler oft von den Menschen dort ist, sondern der Fehler von denen, die es denen nicht sagen. Nein, aber wollte ich gar nicht behaupten, dass das quasi jetzt im Nein, bei der Labestation auch, weil bei der Labestation, wenn die einfach auf schnell einmal zuteilt werden und die sagen, hey, bitte hier, mach, das ist deine Aufgabe, gib Menschen irgendwas und die haben keine Ahnung, wo es nachher hinlaufen, die anderen, ja, puh. Also, ja, ich wollte nur sagen, dass das ein Problem der Veranstaltung selbst ist, dass da irgendwie die Kommunikation nicht so passt, dass so diese fundamentalen Daten weitergegeben werden. Ja, Kommunikation ist ein Problem, das Menschen haben. Ganz im Allgemeinen. Immer und immer wieder. Zwischen viel und sehr viel Problem. Aber gut, wir sind also um, keine Ahnung, 8 Uhr beim Start. War ganz lustig. Es gibt dann auch ein schönes Foto von der Blasmusikkapelle dort, die aufgespielt haben. Die Frau Poletti war auch da. Sie haben dann auch noch verteilt in wie nennt man das, nicht Mittelalter, sondern so Mozart-Style-Roben haben sie dann kleine Becherchen, so dunkle Schokoladebecher gefüllt mit irgendeinem Schnaps oder Likör verteilt. Ich meine, dann ist uns wenigstens ein bisschen warm geworden. Aber ist die Solette jetzt bei jedem, bei UTMB-Rennen dabei und klatscht die Leute vorher ein? Weil dieses Jahr beim Mozart ist ja auch, war auch schon bei UTMB, da war die Solette nicht da. Ich glaube schon, dass sie da war. Echt? Aber ich weiß es nicht, du kannst aber gerne mal alle UTMB-Rennen machen und sagst mir, ob die Poletti überall war. Lieber nicht. Auf alle Fälle haben wir da schon angehabt Regenjacke. Ich habe die Regenhose angehabt, der Harry zum Beispiel nicht, die meisten anderen aber schon. Also ich bin losgelaufen, oben mit Regenjacke und unten mit Regenhose, drunter kurz, aber mit Handschuhen. Wie war es temperaturtechnisch? Kalt. Also es hat beim Start, glaube ich, 6 Grad gehabt oder 7. War eh noch wohlig warm. Ja, für September, nein, auf die Nacht ist es schon nicht so warm unten im Tal. Auf alle Fälle, Punkt 9 Uhr ist es losgegangen. Und wir sind losgestürmt.
dieses Losgestürmt war vielleicht jetzt semi-schlau. Aber wir sind losgestürmt. Ich habe gewusst, ich will durch die Altstadt dort, das ist nicht weit, da will ich relativ weit vorn sein, weil ich habe mir das vorher angeschaut, wir haben vorher so auf Komoot, gibt es jetzt auch Trail View, wo du die Fotos anschauen kannst, den Trail entlang, wenn es solche gibt, und habe gesehen, oh, da gibt es eine ganz enge Stiege, die du runter musst, so wirklich Single-Trail-Stiege quasi, das wird sich staunen, wenn da 350 Leute drüber wollen. Also schauen, dass du vorne dabei bist. Dann gibt es unten einen kleinen Pfad an der Socha, glaube ich heißt das, der Boch, dort vorbei und dann wird es weiter, dann ist es kein Problem. Das heißt, gib die ersten 500 Meter, 700 Meter ein bisschen Gas, dann bist du aus dem ganzen Schmonzens draußen und dann ist gut. Zwei Dinge, die mir hier gleich einfallen. Einerseits, dein Level an Vorbereitung ist, ich meine, dass dein Level an Vorbereitung mein Level an Vorbereitung übertrifft, ist jetzt kein großes Geheimnis, aber sich sogar auf Komoot die Street für das Ding anschauen, anders hätte ich nicht einmal gedacht. Und seit wann ist es für dich ein Problem? Also ich meine, seit wann brauchst du einen Grund, um vom Start weg loszusprinten? Das verwundert mich vielleicht noch eher. Ja, wenn ich mir einen Zeitplan vornehme, dann ist mal direkt overpacen, sollte man das auch ausschalten. Aber habe ich nicht. Und vielleicht habe ich mich da ein bisschen auch enthusiasmieren lassen, weil ich bin mit Harry halt in der ersten Reihe gestanden. Und wir sind halt von dort weggelaufen. Du hast ja auch bei vergangenen Rennen schon durchaus Pläne gehabt und hättest nicht, ich meine, es ist schon länger her und da warst du nicht so betrainert, aber an den 10-Kilometer-Lauf, wo du sub 40 laufen willst und du sprintest mit einem 320er-Schnitt auf dem ersten Kilometer dahin, kannst du mir auch nicht erzählen. Es wäre sub 40. Richtig, die Voraussetzungen sind dieselben, du hast das trotzdem nicht eingehalten. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wie gesagt, in dem Zusammenhang hätte ich schon wissen können, dass der Harry eigentlich, wenn es um die Floche geht und so weiter, stärker und schneller ist wie ich. Das heißt, mit ihm mitlaufen hätte ich schon beim Lindkogel lernen müssen, ist am Anfang nicht die beste Idee. Und wir sind halt losgelaufen und der Felix und die Nicole und alle anderen sind weiter hinten alle weggelaufen und haben halt ihr Tempo gemacht und wir sind halt vorne wie die Vollidioten losgestürmt. Der erste Kilometer in, weiß ich nicht, 4,55. Der zweite Kilometer in 4,25. Was bei einem 110 Kilometer Lauf halt echt nicht die schlauste Idee ist. Awesome. Im Regen. Außer, du bist dessen Namen nicht vergessen habe, der 24 Stunden im Kreislauf, dann ist es dein Wohlfühltempo und du druckst das 24 Stunden durch. Da wir das aber nicht sind. Richtig. So semi-schlau. Richtig. Also wir sind los. Hat dich das später noch in den Arsch gebissen? Ja, maybe. Aber wir sind los und wir sind gelaufen, ja, so als 5., 6., 7., so in der Gegend. Also das Frontpack waren ungefähr 10 Leute. Und so sind wir los, dann hat mir der Harry gleich noch ein paar hundert Meter geholfen, die Regenjacken ausziehen, weil man natürlich heiß geworden ist. Ich bin ja mit einem 170er Puls gelaufen. Und es hat in dem Moment hat es ein bisschen weniger geregnet. Also es war nur Medium-Regen und nicht Starkregen. Und hat mir dann die Jacken ausgezogen, er hat inzwischen meinen Rucksack, ich tue den Rucksack wieder auf, mache ihn zu und auf einmal Harry hinten, kratsch, ist die Schlaufe, wo der Köcher oben eingehängt ist, durchgerissen. Oh, bei Kilometer 1. Das ist mental ganz vorn dabei. Ja, aber willst nicht, dass wenn sowas passiert, dass es eher bei Kilometer 1 passiert, als bei Kilometer 70? Weiß ich nicht. Ich meine, also ist wahrscheinlich Arsch. Wir sind vorher zusammengesessen noch und eben die Nicole kommt drauf beim Zusammenpoppen kurz vom Bus, scheiße, ich habe meine Stecken im Auto vergessen. Ist zurückgelaufen, schon mal zum Auto, hat ihre Stecken geholt, ist gerade rechtzeitig gekommen, wir steigen in den Bus und sie kommt drauf, die Stecken sind quasi eingerostet, aber fest und sie kann sie nicht zusammenlegen. Und war eh schon unsicher, ob sie überhaupt starten sollte und in dem Fall, und das war dann wirklich so, echt jetzt? Dann haben wir zu dritt oder zu viert an diese Stecken herumgefuhrwerkt, dass sie irgendwann dann zusammengegangen sind. Das war schon mal ein guter Einstieg. Und bei mir nachher das, wo ich gedacht habe,
Gelegen. Hab dann meinen Rucksack runtergenommen, vorne umgehängt, habe in Harry meine Stecken in die Hand und gesagt, kannst du mir kurz halten? Und habe versucht, bei einem 430er-Schnitt das Ding hinzumontieren. Ich wollte gerade sagen, nachdem wir wissen, dass du im zweiten Kilometer in 4,25 gelaufen bist, oder das, glaube ich, sowas hast du, hast du das nicht alles im Wohlfühltempo gemacht? Mm-mm. Und diese kleinen Ösen bei den Salomon-Rucksäcke zu treffen, bei dem Tempo, Spoiler, na, es geht einfach nicht. Aber wäre es dann nicht auch gescheiter gewesen, einfach kurz stehen bleiben, richten und danach weiterlaufen? Möglich. Ich habe dann diesen, ich habe es dann einfach verstaut, dass es nicht runterhängt und runterbaumelt, habe die Stecken in die Hand genommen und bin bis Kilometer 9, da war der erste Checkpoint, mit den Dingen in der Hand gelaufen. Ich habe allerdings, ich glaube bei Kilometer 3 oder 4, die ersten 6 Leute schon ziehen lassen, weil ich gemerkt habe, okay, die ballern permanent unter einen 5er-Schnitt, das schaffe ich nicht. Also wenn ich das mache, dann steige ich bei Kilometer 20 aus. Bin dann ein bisschen langsamer geworden, aber noch immer far from sinnvoll. Also nicht, dass ich mir gedacht hätte, ach komm, lass stecken, 7er-Schnitt oder 6,30er-Schnitt, passt schon, jetzt wird gemütlich gerollt. Weißt du das? Lass stecken in deinem Kontext. Stecken, genau. Ja, in dem Fall mit dem Stecken. Ja, auf alle Fälle bin dann los zum ersten Checkpoint und da war ich, keine Ahnung, ich glaube, ich war 14, wenn ich mich nicht täusche. Und bin dort rein, hab mir schnell was zum Trinken geholt. Es gab leider bis spät im Rennen nur Wasser und Cola. Also es gab kein ISO, was ein bisschen mühsam war. Aber ich habe mir das vorher eh angeschaut gehabt, dass kein ISO haben und dementsprechend habe ich die Gels wirklich aufmagaziniert. Ich habe mit 28 Gels gerechnet und habe gemischt. Ich habe vorher noch extra diese Spring Energy mir besorgt. Die 250 Kalorien Gels und die und diese Awesome Sauce mit 180 Kalorien und viel Kohlenhydrate. Mhm. Und habe die 50-50 mit den normalen High Five gemischt. Das ist eine äußerst perverse Mischung. Also es ist eine sehr perverse Mischung, aber es hat sich bewährt, muss ich sagen. Ja, aber diese Spring Energy, also wir haben die ja schon auch einmal erwähnt, die sind halt echt geil, oder? Also die haben wahrscheinlich das Zeug irgendwie gerettet, oder? Alleine, ganz allein waren es auch schwierig gewesen. Die Konsistenz. Also du brauchst zwischenzeitlich diese High Five, die kannst du halt einfach wirklich immer dann in die Mandeln schießen, wenn du überhaupt nicht über dieses Gel nachdenken kannst oder willst. Weil bei der Spring Energy, es ist immer mit, das klingt jetzt vielleicht blöd beim Gel, aber mit Arbeit verbunden. Also die Menge ist ein bisschen mehr. Bei der Awesome Sauce musst du ein bisschen Kauleistung. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Die High Five sind halt, ja, die High Five sind halt nur, die sind quasi Wasser. Die sind flüssig wie Wasser. Genau. Also diese 250 Kalorien Gels, also auf einmal habe ich die nicht im Mund gekriegt. Also von der Menge her, während dem Laufen. Das heißt, ich müssen reindrucken, dann habe ich müssen mal runterschlucken. Dann habe ich gedacht, noch einen so einen Haps nehmen. Boah, das ist schon viel jetzt auf einmal. Obwohl du brauchst das. Und von den Kalorien her hätte ich eigentlich noch mehr gebraucht. Also in der Nachbetrachtung haben wir es uns angeschaut und da geht immer noch was. Nutrition-mäßig geht immer noch was. Vor allem, ich habe zwar mit 28 Gels gerechnet und geplant und ich habe es eigentlich auch eisern durchgezogen mit dem Essen und Trinken, wo alle anderen gesagt haben, boah, im Regen, weißt du, kommst nicht gescheit zur Jacken, zur Westen zu, wie machst du die immer auf zum Essen? Und gesagt, völlig egal, wie nass ich wäre, Essen und Trinken muss sein. Hilft nichts. Ja, aber dadurch, dass das Wetter, also dass es kalt war und regnerisch und so weiter, hast du, glaube ich, noch viel mehr Energie verbraucht in derselben Zeit. Und das macht es nicht besser. Ja, aber weißt du, irgendwann wird es auch schwierig, weil irgendwann gibt es auch die natürliche Grenze, die der Körper. Also wenn du es noch nicht speziell trainierst und ich weiß nicht, wie rigoros und wie stark du das halt irgendwie trainierst, irgendwann kommt halt der
Punkt, wo dann halt der Magen anfängt umzuschlagen, weil es den zu sehr fordert. Das ist halt ein Drahtseilakt, den du da halt irgendwie gehst. Ja, Und vom Strasser weiß ich auch, dass er so diese 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ist, glaube ich, so also 80 ist, glaube ich, so das Normale. Und wenn du das irgendwie trainierst und wirklich auch so ein bisschen ausdehnst, kannst du das, glaube ich, bis 100 Gramm irgendwie dehnen, aber danach wird es halt schon irgendwie mehr wird schwierig. Aber in dem Zuge, in dem Zuge habe ich auch letztens gesehen, dass selbst der Neuschwander hat jetzt auch irgendwie so einen Ernährungstest gemacht und der hat auch mit 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde das probiert mit den Morten. Ja, du musst einfach Gels nehmen und dann irgendwelche Flüssignahrung mit Kohlenhydraten noch dazu tun. Also nur über Gels kriegst du die Menge, glaube ich, auf Dauer nicht rein. Also ich bin wirklich vom Morgen her eh schon brutal, was ich mir quasi da reinpfeife. Also an der Menge der Gels. Also ich glaube, viele Menschen würden einfach kotzen anfangen. Aber mehr würde ich jetzt auch nicht mehr schaffen, glaube ich. Also noch kürzere Abschnitte, glaube ich, schaffe ich nicht. Und das müsste ich dann mit Getränk ergänzen. Ja und nein, ich glaube, du müsstest das noch rigoroser trainieren und du müsstest im Training, weil zumindest nicht oft, aber die Mal, die ich mit dir gelaufen bin, hast du nicht diese Frequenz, die du jetzt hast, im Training gemacht. Du müsstest wahrscheinlich viel rigoroser am Sonntag. Wie gesagt, der Neuschwander hat einen 2-Stunden-Lauf gemacht und hat sich 200 Gramm Kohlenhydrate reingeballert. Ja. Und ich glaube, das ist dann halt das Level, wie du auch deinen Magen dann auf mehr als 26 Gels gewöhnst. Ja. Naja, auf alle Fälle, erste Station waren wir nach einer knappen Stunde, also nach 54 Minuten war ich dort und das waren 9 Kilometer nach eben 54, 55 Minuten. Das heißt 6er Schnitt, nur waren halt schon 450 Höhenmeter drinnen. Ist jetzt da wahrscheinlich nicht das, mit dem du anfangen sollst. Aber mein Zeitplan hat gesagt 22 Uhr, das heißt, ich war 6 Minuten vor der Zeit, super. 2 Minuten Stehzeit mit Fädeln und so, los geht's. Da war ich 14 da. Bis zum nächsten hast du das Level jetzt nicht ganz so halten können. Interessanterweise bin ich bis zur nächsten 29. schon gewesen, also habe ich 15 Plätze verloren. Das war erstens, weil ich mich ein bisschen verkauft habe, jetzt gar nicht so weit, aber einfach ein bisschen und da ist es wird noch weiter zusammen. Und da waren es dann schon einige Höhenmeter, weil dort waren wir schon, also das zwischen erster und zweiter Labe waren es 700 Höhenmeter. Das heißt, wir waren schon auf 1200 gesamt nachher, nach 20 Kilometer. Und trotzdem war der Schnitt jetzt nicht so viel langsamer. Also nach 2 Stunden 11 bin ich dort eingelaufen, nach 20 Kilometer. Der Zeitplan hat gesagt, 22 Uhr. Ich bin um 21.54 dort gewesen, also 23.45 hat er gesagt und die waren 23.40 da. 5 Minuten vor Plan. Ich gesagt, passt. Gut geplant. Man könnte auch meinen, vielleicht zu ambitioniert geplant, aber richtig, weil der Plan hat gestimmt, aber meine Herzfrequenz war noch immer bei 160. Das heißt, ich habe die ersten 2 Stunden im Nachhinein betrachtet einfach zu hochpulsig angefangen. Und es hat geregnet, by the way. Mitunter stark. Ich habe dann auch die Regenjacken wieder angehabt und die Regenhose. Und ich hatte dann auch schon den ersten Zwischenfall mit der Regenhose, weil die mittlerweile entsorgt ist. Weil ein Pfahl aus dem Boden aufgestanden ist und sich bei meinem Knöchel durch die Regenhose durchgebohrt hat und hinten wieder aussehen. Also ich bin wirklich durch so einen Ost quasi durchgelaufen und bin sehr froh gewesen, dass es nur durch die Hosen gegangen ist, nicht durch meinen Fuß. Das ist mir bei Mutter immer auch passiert. Meine schöne Regenhose, die echt geil ist, total dünn und dann beim Stein aufgerissen. Aber was ich noch sagen wollte, das habe ich ja, wie wir ganz am Anfang über den Plan gesprochen haben, ja auch gemeint, weil selbst wenn es jetzt nicht ganz so stark rechnet, aber du hast halt irgendwie Nacht, du hast Regen, du hast kalt. Ich hätte mir halt wahrscheinlich, ich hätte das wahrscheinlich halt intensiver in meine Kalkulation einfließen lassen, weil da einfach viel Wärmeproduktion auf mich zukommt, die der Körper leisten muss, die halt irgendwo anders dann, also bei der Laufleistung irgendwie flöten geht. Ja, also
zu dem Zeitpunkt, also da muss ich allerdings dazu sagen, am Anfang diese Schleife, die du machst erst eine Schleife nach Süden und bis Kilometer 50 oder so und dann machst du im Norden diese, die nördliche Bergkette entlang. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe mir das angeschaut auf diesem Trailview-Zeug, das ist relativ viel Forstweg oder Lauf, es ist laufbar eigentlich. Natürlich, wenn das 2 Tage lang durchregnet vorher, dann ist auch das Laufbare und auch die Forstwege matschig. Es ist zwar laufbar immer noch, aber es ist anstrengender. Bergauf und bergab und ein bisschen langsamer. Wegrutscht. Es rutscht einfach weg und damit naja, oder gar nicht, also, das wegrutscht. Du hast nicht denselben Grip. Also ja, die Schuhe sind schwerer und saugen sie ein bisschen am Boden fest. Also du musst einfach jeden Schritt mehr Energie aufwenden. Ja, und es ist vielleicht nicht wahnsinnig viel mehr, aber es ist immer ein bisschen mehr und das summiert sich dann halt auf. Genau. Und bei Kilometer 20 habe ich mir das erste Mal gedacht, das ist anstrengend und das macht keinen Spaß. Ist nicht also, so lustig. Es hat vorher schon keinen Spaß gemacht, aber bei Kilometer 20 habe ich das erste Mal gedacht, das wird heute gar nicht witzig. Also so gar nicht. Und da sind aber noch so 80, 90 Kilometer vor mir. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und haben wir dann bis Kilometer 37, also da war noch eine zweite Timing Station dazwischen, war 26. Da ist es nachher schon ein bisschen bergab gegangen. Da habe ich dann auch wieder 5 Plätze gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, bei den nächsten 2 hast du einmal 5 Plätze und einmal 8 Plätze gut gemacht. Also du hast eigentlich von den 15, die du verloren hast, bis auf 2 wieder dann eigentlich alles gut gemacht. Also naja, und vor allem, wenn du da anschaust, bei der dritten Timing Station, die Ruhezeit war auch mit 3 Minuten relativ lang, vergleichsweise, aber es war einfach kalt und du hast irgendwas drinnen machen müssen, dass du dich kurz aufwärmst. Aber da bin ich an 5er-Schnitt gelaufen, was wieder nicht die schlaueste Idee war, aber da ist es gleich bergab gegangen. Und da bin ich mir echt nicht sicher, weil, also was das mit dem Aufwärmen betrifft, weil wir sind, die Geschichte habe ich sicher vielleicht eh schon 100 Mal erzählt, wurscht, wie der Bass und ich auf Madeira gelaufen bin, hat auch in der Nacht viel geschüttet und war alles gatschig. Nicht so viel wie bei dir jetzt, aber ich sage mal eine Light-Version von dem. Und wie wir da waren, auch so bei einer Labestation hin und da so ein Wärmeschammerl geben, wo du dich drunter stellen hast können. Und ich habe das Gefühl, das hilft dir ganz kurz in dem Moment, aber wenn du dann raus bist, ist mir immer noch kälter. Und ich habe damals gesagt, Basti, lass uns rausgehen, lass uns lieber bewegen, weil ich finde, das ist angenehmer, als dich da runterstellen und dann wieder raus in die Kälte. Ich weiß nicht. Nein, die Wärme, also die Wärme war bei mir für die Finger und vielleicht ein bisschen die Feuchtigkeit rausbringen, aus den Fingern vor allem. Auf alle Fälle, es hat dort schon weh dann. Also wir haben die Füße, waren schon müde und die haben wir schon weh dann. Und das war bei Kilometer 25. Und ich habe mir bei Kilometer 37, was dann die nächste Timing Station ist, wo ich tatsächlich aufgeholt habe und wieder 16 da war, ich habe mir da das erste Mal überlegt, ob ich aussteige. Und habe gedacht, eigentlich... Nein, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Nix an dem Rennen macht Spaß. Gar nichts. Ich bin mir langsam vorgekommen, es war anstrengend, Trinken war mühsam, Essen war mühsam, Wetter war mühsam, katschig war es, kalt war es. Es war einfach Mist. Die Menschen in die Labestationen am Anfang waren gefühlt so halb interessiert. Ich weiß es nicht. Andere haben es am Anfang auch anders erlebt und ich muss sagen, später waren die Menschen in den Labestationen großartig. Großartigst. Aber am Anfang, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht waren es miert. Weil es war halt eins in der Früh. Und hat geregnet. Also auch, und hat geregnet. Geregnet. Und es war kalt. Und sie sind draußen gestanden, muss man sagen. Ja, das ist sicher, das ist sicher kein leimender Job. Oder war halt so eine Feuerwehrwache, oder so ein Spaß. Ja. Aber du warst ja eigentlich immer noch im Zeitplan, oder? Ich war immer noch im Zeitplan. Also wenn man jetzt da schaut, bei Kilometer 37 war ich um 0.56 Uhr und mein Zeitplan hat gesagt, da bin ich um 1.15 Uhr. Also ich war 19 Minuten vor der Zeit. Was eigentlich ambitioniert ist. Ja, weil
Ich hab dich dann in der Früh wieder verfolgt, dass ich aufgestanden bin. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, okay, du warst ja dann relativ lang im Zeitplan und ich habe zu dem Zeitpunkt ja nicht gewusst, dass es so stark schüttet die ganze Nacht. Gegen Ende der Nacht werden wir dann drauf kommen, dass du dann doch sehr stark von deinem Zeitplan abgewichen bist. Aber da hat sich eigentlich so angelesen, als dürftest du gerade am Anfang, so wie du dir das gedacht hast, losgelaufen sein. Deswegen wundert es mich gerade, dass du da schon so gestrauchelt hast. Es war zu dem Zeitpunkt wirklich schon Beine, Füße, Körpergefühl, war einfach alles schon Mist. Also zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich mit mir selber schon durch. Ich bin zwar noch das Tempo gelaufen, das ich mir vorgenommen habe, aber im Kopf war ich schon fertig mit der Welt und habe schon keine Lust mehr gehabt. Ja, und ich glaube, das ist auch so irgendwie so ein bisschen der Fehler, den auch ich in der Vergangenheit oft gemacht habe, dass du eigentlich schon irgendwie weißt, dass das eine Geschwindigkeit ist, die nicht haltbar ist die ganze Zeit. Dass du aber trotzdem irgendwie so in deinem Halbdelirium irgendwas drin bist, dass du trotzdem auch nicht langsamer machst. Also mir ist das in Istrien dann auch irgendwie passiert, wo du dann auch schon irgendwie realisierst, das kannst du irgendwie nicht noch so viele Kilometer aufrechterhalten, aber du kannst dann irgendwie auch nicht mehr langsamer. Das Problem ist, es ist dann im Endeffekt auch schon wurscht. Weil wenn du das in die ersten zwei Stunden übertreibst und das war einfach zu schnell, das, was du an Übersäuerung in die Beine reinlaufst einmal, das kriegst du halt nicht mehr rausgelaufen. Das hilft halt nichts. Das, was du dort am Anfang unnötig verballerst, ja, ist jetzt gone. Und ja, aber du könntest schon, also gerade bei so langen Geschichten kannst du schon auch, wenn du musst, ich glaube, das ist halt dann wirklich, wirklich schwierig. Du musst dann halt wirklich, wirklich langsam machen und du musst dann halt den Bein nicht, erreichst du dann vielleicht nicht die Zeit, die du erreichen willst. Das ist dann sicher kommt weg. Kommt schon noch, mein Freund. Aber ich glaube schon, dass dich von dem wieder grundsätzlich erholen kannst. Ja, nein, ich bin ja dann bei. Die das Lustige ist, Labestation bei Kilometer 46, da bin ich über die Zeitmatte gelaufen und ich glaube, hinter der Hausecken ist die Labestation. Ich weiß aber nicht genau. Ich habe sie nämlich nicht gesehen. Oh. Ich bin durchgelaufen. Ich habe es nicht mitgekriegt, dass einer da ist. Und war froh, dass ich nicht leer war vom Wasser. Weil die nächste Labe war nachher 10 Kilometer später erst. Das heißt, ich bin von 37 bis 57 mit 1 Liter Wasser gelaufen. Das war hart an der Grenze. Und bei 57. Vor allem, wenn das Wetter so ist. Genau. Und es hat, Wetter, gut, dass du es ansprichst, es hat geregnet. Stark. Noch immer. Keine Pause in der Nacht. Nein. Es soll auch nicht so schnell aufgehört haben. Nein, es ist vor allem auch kälter geworden. Weil logisch. Es hat geheißen, der Tag drauf, auch noch Temperatursturz. Obacht, es schneit weiter nach unten. Hat die Wetter-App gesagt. Toll, toll. Auf alle Fälle. Bei Kilometer 57 war ja auch dann das letzte Mal, dass du in Zeit warst. Da warst du um 10 nach 3 dort und soweit ich das jetzt auswendig weiß, hättest du um 3:45 dort sein müssen. Genau, da war ich 5 Minuten noch vor der Zeit. Und da war ich 24. Aber im Endeffekt war ich war dort irgendwas zwischen 17 und 26. Weil wir sind quasi eine ganze Bubble im Abstand von jeweils 10, 20 Meter dort reinkommen. Ich weiß, dass sie ein, zwei vorher verlaufen haben. Es war irgendwo davor, bei, glaube ich, Kilometer 35 oder so, hat irgendein Lustikus im Wald offenbar die Fähnchen falsch gesteckt. Also ich glaube, das hat wirklich jemand absichtlich gemacht, weil der Track hat nach links gezackt und es ist geradeaus in den Wald gegangen und einige Fähnchen sind geradeaus gegangen. Und irgendwann haben wir geschaut, also wir sind ein paar geradeaus gelaufen und ich habe Gott sei Dank auf der Uhr den Track gehabt und denke mir, da geht links rüber und bin halt stehen geblieben. Dann sind die hinter mir auch gekommen, deswegen waren wir da alle nicht so weit auseinander. Und dann haben wir den Vorderen gepfiffen. Die sind wieder zurückgekommen und dann hat irgendeiner gesagt, ich bin das am Dienstag gelaufen, es geht links rum. Es kommt vorne zwar irgendwann wieder zusammen, aber das andere ist blöd durch den Wald. Ja. Und auf alle Fälle, da waren wir mehrere Menschen in einem Pulk und sind dort rein in diese
Tropic Station. Die Tropic Station, ich glaube, dass sie eigentlich gedacht war, dass sie draußen ist und dass dort mehr Menschen helfen können. Und sie war dann aber in einem Haus drinnen, weil es hat halt geregnet und es war nass und es war kalt. Jetzt, das sind 350 große Tropics im Vorraum von so einem Hüttel gelegen. Auf einem Haufen. Nicht so optimal. Und zwei Höfer. Einer hat aufgeschrieben, welche Leute reinkommen. Und eine hat versucht, völlig überfordert, dir ein Tropic zu suchen. Das heißt, im Endeffekt hat jeder selber sein Tropic gesucht. Was auch zum Teil völlig useless ist, unterfangen war. Also ich habe Glück gehabt und habe nach ein, zwei Minuten mein Sackel gefunden. Der Harry hat 10 oder 15 Minuten gesucht und hat es dann erst gefunden und der ist dort auch ausgestiegen. Ja, und ich meine, du warst ja auch noch weiter vorn. Also das ist so, ja. Noch nicht so, dass dort jetzt die Massen laufen. Wenn du irgendwie Mittel der Pack bist, dann kommen da ja weitaus mehr Leute jetzt gleichzeitig in die Labestation rein als bei dir. Genau, also Geschichten, was ich so mitgekriegt habe, war, dass hinten nachher auch sehr matschig war, natürlich, weil einfach noch mehr Gatsch eingetragen worden ist und dass nach hinten wirklich Chaos war dort. Und es war bei uns schon Chaos. Es war ein Pole vor mir, der hat mir echt lattert, der hat mich bis zum Schluss sein Dropback nicht gefunden. Ist ohne, ein Steffen. Ich war gerade ein klassischer Steffen. Aber der hätte wahrscheinlich ihn gefunden, wenn das besser organisiert gewesen wäre. Der Steffen ist an seiner eigenen Logistik gescheitert. Ja, das Schlimme war nur, dass dort haben ja alle das gleiche Dropback gehabt. Die haben sich nur durch die Nummer unterschieben, weil es war ein Einheits-Dropback. Ja, was natürlich super ist wenn 350. Ja, aber 350 Einheits-Dropbacks sind super, wenn du suchen musst. Ja. Auf alle Fälle, ich bin in dieser Labestation. Ich glaube, meine Stehzeit waren 20 Minuten ungefähr. Okay. Das sehe ich, also, habe ich dann der Zeitaufnahme nicht gesehen. Dann habe ich ihn Rest. Ah nein, darunter, das bei Kilometer 68 sehe ich das dann. Ja, da nochmal. aber da oben habe ich auch so lang gestoppt. Eben umgezogen, aufgewärmt. Also da haben wir wirklich gemacht, da hat leider der Harry aussteigen müssen, weil der hat wieder wie beim Gehgut mit seinem Sprunggelenk Problem gekriegt und hat gesagt, er kann nicht mehr bergab laufen. Und bei dem, was noch kommt, ist nicht bergab laufen einfach keine Option. Ja, vor allem bei dem Wetter. Wenn du da nicht trittsicher bist bei dem Matsch, dann... Ich habe jeden verstanden, der DNF hat. Von denen wir vorher das Startfoto gemacht haben, die Vanessa ist bei Kilometer 3 raus. Weil jemand sie überholt hat und sie quasi gefault hat und sie ist dann ins Krankenhaus mit einer Platzwunden und ist die ganze Nacht im Krankenhaus gewesen, weil die hat nicht zum Bluten aufgehört. Super, super. Die Nicole ist ausgestiegen, habe ich nachher erfahren, bei Kilometer 26, weil sie ab Kilometer, weiß nicht, 10 das Mantra im Kopf gehabt hat, sie ist nicht stark genug für das Wetter, sie ist nicht stark genug für dieses Wetter. Das ist irgendwann auch so self-fulfilling prophecy ist, glaube ich. Der Harry mit dem Fuß bei 56 raus, sind noch über gewesen der Felix, ich und das Ehepaar Rucker. Und wie der Harry gesagt hat, er steigt aus dort, da bin ich gesessen und habe auch gesagt, ja, ich überlege auch gerade sehr hart. Er hat mich dann noch motiviert, dass ich gesagt habe, okay, zumindest bis zur nächsten Labe. Man hört immer bei der nächsten Labestation auf. Und haben wir gedacht, ja, hilft nichts. Bei der nächsten Labe, bei 68, da kann man theoretisch gar nicht auch noch heimfahren. Das geht, wenn sie ist. War aber, wie gesagt, schon fertig. Bin dann aber dort raus. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich dich irgendwie so angefangen habe zu beobachten. Und dann hättest du ja, also du warst dann bei der nächsten Zeitnehmung um 4:40 Uhr. Und da warst du aber schon eine halbe Stunde nach deiner, da warst du schon relativ deutlich, glaube ich, nach deinem Zeitplan. Bei der nächsten Zeitnehmung, die nächste Zeitnehmung, habe ich, die du jetzt da siehst, die habe ich gar nicht drinnen, weil es nämlich das war keine Labestation, sondern es ist nur Zeitmatten gewesen. Ja, dann war es vielleicht bei der, danach, bei der nächsten, genau. 68. Aber man sieht dort, zwischen den zwei, da ist es das erste Mal richtig steil bergauf gegangen. Weil da habe ich einen
Kilometerschnitt von 3,2 km/h. Und das ist halt dann... 6, also bis, ja. Genau. Nein, du machst dort in diese 10 Kilometer machst du 1000 Höhenmeter. Und das ist was halt... Was normalerweise auch schneller kannst als 3,2 km/h. Aber wenn du fertig bist und wenn du natürlich, rauf... Natürlich. Ja, vor allem, wenn du rauf gehst und von oben der Bach nach unten kommt und unter dir der Gatsch ist, geht es halt einfach nicht mehr schneller. Also Das war wirklich jeder Schritt Kampf nach oben. Ja, ich hab dir dann irgendwie geschrieben und ich hab halt gehofft noch so, dass weil du ja bis dahin relativ gut auch drin warst und da halt ein bisschen verloren hast. Und das war halt, wie man auch so beim IATF besprochen hat, so dieser Klassiker zwischen 3 und 5 in der Früh und ich habe mir gedacht, okay, du bist ein bisschen miert sein, bist ein bisschen Tempo rausnehmen, vielleicht ein bisschen auch, doch ein bisschen hohes Anfangstempo und du wirst dich schon wieder da rappeln. Du hast mir dann irgendwann ein Foto von dir geschickt, da habe ich mir gedacht, okay, da rappeln wird schwer, du schaust mir nicht mehr so aus, als da hat sich noch einmal da rappeln. Nein, Spoiler, es hat noch immer geregnet. Richtig, und zwar heftig. Und ich konnte das eine Foto wie machen können, sonst habe ich keine Fotos machen können, weil meine alles von mir war durchnässt, die Handschuhe und alles und das Handy ist nicht mehr zum Einschalten gegangen, also zum Entsperren gegangen und ich habe nur mehr vom Kopfhörer diesen einen Knopf gehabt zum Bedienen. Also ich habe abheben können und ich habe weiterschalten können vom Lied. Ende. Mehr ging nicht. Aber du hast zumindest noch Musik hören können, aber wenn sie die Musik auch noch genommen hätten, dann hätte es definitiv aufgehört. Dann hätte ich aufgehört. Basti hat mich am Abend noch angerufen, hat mir gesagt, wo ich ungefähr stehe, also wo ich zeitlich unterwegs bin, da habe ich mit ihm noch reden können. Er hat mich dann später im Rennen auch angerufen, mehrfach. Ah, der Martin hat mich angerufen, den habe ich gar nicht mitgekriegt, weil das Netz auch schlecht war. Und der Basti hat mich immer wieder angerufen und hat ins Nichts geredet, weil er hat mich nicht gehört und die Verbindung ist auch immer wieder abgerissen. Aber ich habe ihn gehört und mir hat das schon geholfen. Nur er hat nicht gewusst, ob es ankommt. Ja, ich habe dich auch einmal probiert anzurufen, bei mir ist da auch nicht abgekommen. Ja, dann war wieder kein Netz. Aber auf alle Fälle. Nachdem die Nachrichten auch nicht durchgegangen sind, habe ich mir irgend sowas gedacht. War das nachher bei Jaworniski Roft? Das ist am Anstieg zu Golica. Golica ist die höchste Labestation, die ist so auf 1600 Höhenmeter gewesen. Normalerweise wäre an diesem Punkt wäre es eigentlich vom Dropback direkt draufgegangen und zwar noch steiler, wie es schon war, direkt auf diesen Stoll auf 2200 Metern. Das haben sie umgelegt und quasi auf 15 bis 1700 Höhenmeter rübergeführt. Aber es war trotzdem, bis zu dem war es trotzdem brutal steil. Und definitiv anspruchsvoller auch im Trockenen wie Innsbruck. Im Nassen sowieso. Also dich wundert jetzt nicht, warum die Zeiten das letzte Jahr langsamer waren als bei der DF? Nein. Es ist mir jetzt völlig klar. Und es war da schon so, dass wir zum Teil über Knöchel hoch im Gatsch gestanden sind. Und wenn da der Gatsch schon fast die Schuhe auszieht, dann wird es halt echt anstrengend. Ja, und dann ist rutschig und also das war alles schon echt nicht lustig. Und da waren wir dann... Vor allem bei dir, bei deinem Gemüt, kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass du nicht die beste Stimmung hattest und wenn Vögel noch gezwitschert hätten, die wahrscheinlich verflucht hättest und angeschrien hättest, als gäbe es kein Morgen. Ich habe nicht die Energie gehabt, hätte schon. Aber ich habe schon ab Kilometer 37 diverse Mindgames angerissen, warum ich jetzt weitermache. Was ich normalerweise so früh im Rennen noch nie gemacht habe. Also ich habe wirklich schon überlegt, warum machst du das? Eigentlich kannst du ja auch mal aussteigen, ist ja egal, aber nein, du musst noch eine Labestation weiter und besser so durchkommen, als gar nicht durchkommen. Und also ich habe wirklich mit mir selber einen sehr langen und ausführlichen Diskurs geführt, warum ich so ein Idiot bin und einfach nicht Schach spielen gelernt habe und stattdessen bei Schüttregen und 2 Grad, was nachher gehabt hat oder so, durch die Nacht stapf. Also es macht überhaupt keinen Sinn, was ich da tue. Alles für den Podcast, Peter. Alles für den Podcast. Auch diesen Satz hatte ich im Kopf zwischenzeitlich. Aber nicht nur den. Ja. Scheiß auf den Podcast war auch dabei. Puh, möglich.
Und dann waren zwei Leute rund um mich, wo wir uns immer wieder abgewechselt haben, vor allem bergauf, war einer dabei, der bergauf flotter war. Ich habe ihn immer vorbeilassen, wenn es bergauf gegangen ist, und er hat mich immer vorbeilassen, wenn es kurz bergab gegangen ist. Wir waren aber immer so in Schlagdistanz. Und da sind wir dann rauf zu dieser Hütte Golitscha. Zuerst noch, genau, nein, dieses Jawornisk Roft, das war die Labestation vorher. Und da bin ich hin und die haben mich gefragt, was ich brauche. Und ich hab mich hingestellt, habe es angeschaut, habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Und habe nachher, glaube ich, ich habe gesagt, eine Dusche. Dann hat sie mich angeschaut und gesagt, ein Schauer. Sie hat gesagt, bitte und helfe Schauer. Ich habe gesagt, I know. Aber der war der Schauer. Es war aber alles schon sehr automatisiert. Und dann hat sie gesagt, ja, nein, ich soll mich da umsetzen. Oder ich kann mich reinsetzen, da drinnen ist es ein bisschen wärmer. Und dann bin ich reingegangen und dann hat sich gerade der Pole, der vorher sein Dropping nicht gewohnt hat, ausgezogen da drinnen, bis auf die Unterhosen, hat das alles über den Heizkörper gehängt, hat seine Aludecken genommen, hat sich dort eingemummelt und hat gesagt, ja, er war schon ganz dizzy im Kopf, wenn er bergauf gegangen ist, und er muss jetzt 10 Minuten hinlegen, dann geht's wieder. Währenddessen hat ein anderer, da war so ein Handtrockner, hat ein anderer drinnen am Klo versucht, am Handtrockner irgendwas trocken zu machen von seinem Gewand. Das hat auch nicht funktioniert. Also ob das für 10 Minuten wirklich was bringt? Nein, aber es war halt 4 in der Früh oder 5. Ich hätte auch gern irgendwas trocken, aber es ist nicht gegangen. Es war übrigens 6 in der Früh. Es stimmt, es war schon 6 in der Früh. Richtig. Und ich bin dort auch 20 Minuten gestanden. Also viel zu lange. Es war eine ganz normale Labestation. 22 Minuten und 38 Sekunden. Aber ich hab das einfach gebraucht. Ich habe mich hinsetzen müssen, ich habe ihn nicht mehr kennen. Vor allem, weil ich gewusst habe, es geht jetzt nochmal bergauf. Und das ist es ja nachher gegangen. Es ist ja noch einmal 800 Meter nach oben gegangen, direkt in die nächsten 7 Kilometer. Und das ist die höchste Labestation gewesen. Und dort hat es dann am Weg nach oben nicht nur geregnet und gematscht, sondern es hat dann zum Schneien angefangen. Aber ist der Schnee nicht sogar angenehmer als der Regen? Nein. Aber ich denke mal, der ist dann... Also, nein. Der ist dann vielleicht nicht so kalt auf der Haut. Na. Weißt du, der Regen ist da doch ein bisschen klatscht, ein bisschen aggressiver. Aber ich muss sagen, du warst ja trotzdem, ich meine, du hast 5,18 km/h gehabt, was ja jetzt gegeben den Umständen und vor allem aber so auch jetzt nicht super langsam ist. Weißt du, nein, ich hab versucht, alles, was ich habe, rauszuhauen. Und vor allem immer, wenn es ein bisschen gegangen ist, laufen. Und ja, zwar, das Einzige, was dich warm hält, ja. Genau, weil das das Einzige war, was uns irgendwie ein bisschen warm gehalten hat. Also die Müdigkeit der Füße und des Körpers war arg, aber das Gefühl zu wissen, du weißt nicht, wie weit es zur nächsten Labestation ist, es ist kalt und wenn du langsamer machst, dann frierst du noch mehr, als du eh schon frierst, das geht gar nicht. Und das war, glaube ich, da habe ich, glaube ich, in Basti geschrieben, das ist jetzt kein Wettkampf mehr, das war, ich glaube, bei dieser Labestation, wo ich so lang gesetzt bin, das ist kein Wettkampf, das ist ein Überlebenskampf, was ich da gerade führe. Und so ist es mir tatsächlich vorgekommen. Ich war wirklich durch. Also da habe ich echt nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Und dann wird dort irgendwie auf diese Hütte raufgestapft, wo sie vor der Hütte draußen die Sachen aufgebaut gehabt haben. Im Schneesturm. Ja. Mhm. Wir sind aber direkt reingegangen und drinnen war in einem Kachelhofen eingeheizt. Und die Dame da drinnen hat den Ehren-Award für Support gekriegt, weil du bist reingekommen, sie hat da die Handschuhe ausgezogen, sie hat da dein T-Shirt ausgezogen, hat das alles über den Kachelhofen drüber gehängt, hat da einen heißen Tee in die Hand gegeben. Ich habe eine Station vorher schon Schüttelfrost gehabt, dort oben erst recht, deswegen hat es mich hergebiebert. Einen anderen, den es auch so hergerissen hat, dem hat sie ihr Jacken geborgt und drüber gelegt, dass er immer ein bisschen wärmer geworden ist. Dort oben waren auch relativ viele Leute schon von der Bergrettung. Und da oben sind wir dann wieder sicher 10 Minuten, 15 Minuten gesessen. Einfach nur
du hättest das nicht geschafft, einerseits, dass du jetzt gleich gehst, du hast wissen, was warmes trinken, andererseits hast du aber gewusst, du kannst nicht so lange drinnen bleiben, es geht nicht. Du musst halt wieder raus. Und irgendwann habe ich mir halt mein nasses Zeug drüber gezogen und hat Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt noch hinten in einem Plastiksackerl zu ein anderes Unterleiberl drinnen gehabt. Das heißt, ich habe wenigstens kurz ein frischen ersten Layer angehabt. Der war zwar ärmellos, aber er war halt da. Ja. Und dann sind wir da oben raus und ab dem Zeitpunkt von da weg, dann ist es wirklich, wirklich brutal geworden. Also bis dorthin, bis Golitscha, war ich 53 Minuten hinterm Zeitplan. Also das war jetzt gar nicht so schlimm noch. Ich war eine Stunde dahinter, bei Kilometer 76. Da habe ich zwar schon verloren gehabt, zweimal eine halbe Stunde. Ja, und dann bis zum nächsten, also über den höchsten Punkt drüber und den Downhill runter, habe ich 100 Minuten verloren. Zwischen den zwei Labestationen. Ja, aber hast nur eine Position eingebüßt. Genau. Du warst in Golitscha, warst 35. und dann in Ndavska-Rovska. Genau. 36. Aber ich habe eine Stunde auf meinen Zeitplan verloren, weil dort oben die Wege, das waren so Kuh-Trampelpfade, die halt zwei Tage unter Dauerregen waren. Dann hat es draufgeschnitten, du bist eingesunken, weggerutscht, bist herumgeirrt. Ich hätte das so geflucht an deiner Stelle. Wir haben einfach nur versucht, irgendwie weiterzukommen, haben uns gegenseitig geholfen, wenn wir uns verlaufen haben, weil wir irgendeinen Weg nicht gefunden haben. Dann bist du dort auf dem Kamm oben zwischen Slowenien und Kärnten und es hat gepfiffen, der Wind von der Seite auch noch. Das heißt, du hast eigentlich Schnee von oben beziehungsweise von der Seite gehabt. Und ja, das war wirklich, wirklich hart an der Grenze. Es gibt Rennen, wo das okay ist, aber da hast du andere Ausrüstung mit. Also ich glaube, bei den Rennen, wo du das Wetter in Ordnung findest, also es ist immer scheiß Wetter, aber wo du sagst, ja, ist okay, das, damit habe ich gerechnet, da hast du einfach mehr Zeug mit, da hast du wahrscheinlich auch Krödel musst du jetzt nicht mithaben, aber irgendwie zumindest pflichtmäßig schon eine zweite lange Schicht mit. Hast du pflichtmäßig irgendwas anderes mit? Also das war schon hart an der Grenze, dass du das durchführen kannst. Ich habe noch mitgekriegt, bei mir ist, wie ich rauf bin oder zu diesem Golitscha ist eine Bergrettung schon runtergefahren und was ich so im Nachhinein gehört habe, waren zu dem Zeitpunkt schon drei Leute Richtung Krankenhaus unterwegs, mit ausgerutscht und der Kühlung. Irgendwann haben sie einen Helikopter-Einsatz später noch gehabt. Im späteren Verlauf des Rennens haben sie abgebrochen. Also alle, die es nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt auf dieses Golitscha-Ding aufgeschafft haben, nämlich 12.15 Uhr, glaube ich, die haben es vor dem Anstieg gestoppt. Und haben gesagt, das war's, weil es ist zu gefährlich, das geht nicht mehr. Aber da frage ich mich jetzt schon, und deswegen habe ich auch irgendwie zu Beginn dieses, hört es dann nach 70 Kilometer auf zu regnen. Ich behaupte mir schon klar, im Nachhinein ist mir immer ein bisschen gescheiter, aber es war auch jetzt nicht so, dass das alles die Riesenüberraschung war, dass das so ein schlechtes Wetter ist. Doch. Es hat, bis wir weggelaufen sind, immer so ausgeschaut, als ob es in der Nacht irgendwann aufhört zum Regnen. Hat es aber einfach nicht. Es hat einfach nicht aufgehört zum Regnen. Ja, aber ich weiß nicht. Und wenn, ganz ehrlich, wenn's oben ein bisschen trockener gewesen wäre, wäre es um eine Ecke leichter gewesen. Na aber es war es nicht. Es hat die Tage davor geregnet, es soll die Nacht nochmal regnen. Dass du jetzt nicht auf trockenes Gelände triffst, das hätte, auch wenn es nicht die ganze Nacht durchregnet, auch klar sein müssen. Ja, sie wollten es durchziehen, sie haben es durchgezogen. Ich weiß nicht, wenn sie es dann abbrochen hätten, das war halt nichts passiert, hätte sich jeder aufgeregt. Aber ich frage mich halt schon, ob das jetzt so die,
Ich stehe schon in Zweifel, ob das so die Riesenüberraschung war, dass die Umstände so war, dass dann halt erstens so eine hohe Dropout-Rate ist und dass auch viele dann den Service der Bergrettung in Anspruch genommen haben. Puh, keine Ahnung, ich meine, die Dropout-Rate, kann man gleich dazu sagen, war über ein Drittel, also bei 35% oder 36%, glaube ich. Und das ist, ja, das ist echt so hoch. Ist. Naja, 35% ist jetzt für so langes Rennen, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch mit noch mehr gerechnet. Das schockt mich jetzt gar es nicht. Es kann so sein, dass sie da die Leute, die sich gestoppt haben, jetzt nicht mitgerechnet haben. Das glaube ich eher. Weil die Leute, die es gestoppt haben, mit denen gehen sie jetzt im Nachhinein, habe ich noch gelesen, wird es eine Lösung geben wegen Running Stones, ja oder nein. Aber auf alle Fälle, ich bin halt dort zwischen 7 Uhr, also ich bin dort um 7:30 ungefähr gewesen, beziehungsweise über den Berg kam und dann in den Downhill rein bin ich so mal zwischen 9 und 10 herum gewesen. Ich bin zu dem Zeitpunkt so ungefähr 20. bis 30. oder 35. gewesen. Und auch, das heißt, vor mir sind ungefähr 30 Menschen über diesen Weg drüber gelaufen und auch nachher über den Downhill. Wie gesagt, oben brutales Wetter und dann kommt es halt so weit, dass es runtergeht. Und da war ich zuerst, war ich 35. 36. und habe dann hinunter wieder ein paar Plätze gut gemacht. Mir hat der Downhill wenig Spaß gemacht. So aber war der Downhill. Ich glaube, da hätte wenig passieren können, dass dir das wirklich Spaß macht. Oder? Ich meine, bei der Nacht, bei den Umständen, wenn jetzt noch irgendwann ein Orkan da gekommen wäre und dein größter Endgegner, der Wind, sich dann noch mehr aufgestellt hätte, dann hätte es... War eh da oben. Nein, nur der Downhill war technisch, er war wirklich brutal, aber das Schlimme war, er war super, super rutschig und super matschig. Also es hat mich im ganzen Rennen, glaube ich, 4-mal am Arsch gesetzt oder auf die Seiten gelegt. Also es hat mich 4-mal aufgehört, aber dem Downhill habe ich. Ich war eingesaut bis am Buckel. Ich habe dann im Downhill meine Regenhosen ausziehen müssen, weil die mir wieder runtergerutscht ist. Dann habe ich es irgendwie über die Schuhe drüber gefetzt, weil es eh schon wurscht war, und habe es mir in die Jacken gesteckt, und bin dann halt den Downhill für meine Verhältnisse sehr langsam runter. Lustigerweise habe ich trotzdem noch Plätze gut gemacht, weil alle anderen halt noch langsamer waren dort runter. Ja. Und dann bist du endlich unten. Die Videos, die ich gesehen habe, was danach kam, über diesen Berg und dann runter. Wenn nämlich ich der 30. oder 40. bin, der da runter ist, und dort war es sehr rutschig. Ich habe nachher Videos gesehen, wenn 400 Menschen denselben Weg gegangen sind. Also das war eine einzige Schlammbahn. Die sind auch, also ich bin schon bis zum Schienbein im Gatsch gestanden. Die sind bis zum Knie drinnen gestanden. Nicht nur einen Schritt, sondern 10 Schritte hintereinander. Das war, also da war so ein Dirt Run, ein Dreck dagegen. Ja, wenn wir die Videos bekommen, ich hab schon mit ein paar geschrieben, dann verlinkt man die auch. Also das habe ich noch nicht gesehen. Und naja, und dann, lustigerweise, bist du unten. Und das war dann der erste Zeitpunkt, wo ich wieder bei einer Labestation schnell durch war und versucht habe, da war dann wirklich nur mehr, ich muss jetzt haben, ich will jetzt haben, es geht nicht mehr anders, das hilft nichts. Da habe ich dann auch wirklich gewusst, jetzt komme ich ins Ziel. Bis zu dem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher. Aber da war es um 10:45 und um 12 Uhr gibt es Suppen, also da war klar, dass du schnell ins Ziel musst. Und da war die Zielzeit von mir schon durch. Weil ob Golitscher oben oder kurz davor habe ich gesagt, es ist mir völlig wurscht, welche Zeit, welche Platzierung. Ich will einfach nur ins Ziel und überleben, das reicht. Dann ist eh gut. Und dann kommst du da runter und dann kommen 10 Kilometer Radlweg. Und auf einer betrogenen Geraden, also leicht bergauf, weil alle Geraden, die du dort hast in dem ganzen Rennen, sind keine Geraden. Das sind immer so 2% Steigungen. Also immer so anstrengende Geraden. Und die 10 Kilometer Radlweg, die quasi gerade durch das Tal durchgehen, die waren richtig mies. Und ich habe nicht mehr laufen können. Ich habe dann
mit mir selber schon gedealt. Ich bin gelaufen, habe auf die Uhr geschaut, ah ja, da vorne ist der Kilometer voll, dann darfst du 100 Meter gehen. Dann bin ich 100 Meter gegangen, okay, jetzt laufst du wieder los. Und bin ich 500 Meter gelaufen, jetzt darfst du wieder 100 Meter gehen. Und so habe ich mich vorgehandelt, habe den einen vor mir noch gesehen und hab das gesehen und habe gedacht, ja, vielleicht. Und dann habe ich es noch kurz probiert und habe gedacht, na, das geht nicht, das bringt alles nichts. Aber du hast ja eigentlich wieder drei eingeholt. Also du warst ja trotzdem relativ gesehen ja nicht so schlecht unterwegs. Genau, ich habe bei der Labestation, ich habe bei der Labestation überholt und dann kommt die Friedhofsschleife zwischen Kilometer 99,9 und 100 irgendwas, musst du dann nochmal rechts abbiegen und an Hügel rauf. Und plötzlich bist du gemeinsam mit den 30ern, also mit den ersten von den 30ern und mit den, ich glaube, langsameren von 10 Kilometer Trail. Und du tackelst so Bergstraße, also Asphaltstraße nach oben, die relativ steil ist. Und neben dir gingen Leute in 10 Kilometer Trail und pfeifen und scherzen. Und du denkst, halt doch einfach bitte den Schlapfen. Ich habe echt keinen Bock mehr auf das alles. Ich will nur mehr haben. Ja, und dann ist einer von den 30ern ist bei mir vorbei und dann ist aber so steil gewesen, dass der auch gegangen ist. Dann hat er mir angeschaut und gesagt, bist du ein 60er gelaufen? Und sage, nein, ein 100er. Und der hat gesagt, kann ich da irgendwie helfen? Und er hat gesagt, ja, trockst mich. Er hat gesagt, nein, ich bin auch fertig. Und dann sind wir da irgendwie rauf und dann zieht sie das noch ein bisschen ins Ziel. Also du willst eigentlich nur mehr ins Ziel kommen, aber es zieht sie und zieht sie und zieht sie. Und irgendwann nach 15 Stunden, also ich wollte eigentlich sub 13 laufen, nach 15 Stunden 30 rennst du endlich durch Grand Gagora durch, oder kurz davor. Und da war so mein Kopf leer. Das war das erste Rennen, wo ich kurz vorm Ziel so die letzten paar hundert Meter schon leicht feuchte Augen gekriegt habe. Also da war einfach emotional fertig. Dann hat mich der Harry noch abgepasst kurz vorm Ziel und hat den Ziellauf gefilmt und alles drum und dran. Also war ziemlich cool. Dann hat er mir ein Handtuch besorgt zum Duschen danach, weil ich ausgeschaut habe wie Sau. Und, aber auf dem Video hast du das nicht so fertig ausgeschaut, wie du dich da jetzt beschrieben hast. Ja, das haben wir schon ein paar Leute gesagt. Keine Ahnung. Also lasst euch da nicht täuschen. Du bist einfach ein guter Blender. Ja, da war schon sehr leer alles. Bin dann aber lustigerweise trotzdem als 31. ins Ziel gekommen. Und werde lernen müssen aus dem Ganzen. Also der Felix ist dann auch noch durchgekommen, nach 19 Stunden irgendwas, also auch super durchgezogen. Die beiden, die Petra und der Stefan, sind auch noch ins Ziel gekommen, gemeinsam, wohlgemerkt, mit dem süßesten Nachzieleinlauf überhaupt, weil das war das erste Mal, dass ein Kind, glaube ich 18 Monate, so lange alleine war und das hat so ein Teddybären-Ding angehabt, so mit Kapuzen und so. Und das ist dann auf der Mama wie ein Kletten oben gewesen und nicht mehr weggegangen. Jetzt ist es endlich wieder da. Mir vorgeschlagen, sie soll einfach mit einem 12-Liter-Rucksack laufen, Kind reinstecken, fertig. Super Idee. Schon. Man muss dazu sagen, der Sieger ist 12.08 gelaufen. Der ist zwar von dort aus der Gegend, aber 12.08 ist brutal auf der Strecke. Ja. Wenn du die Top 10 laufen hättest wollen, hätten es 14 Stunden auch dauern. Also die 13 Stunden waren schon ambitioniert. Glaubst du, dass sie im Trockenen möglich gewesen wären? Ich glaube, dass 13 Stunden laufbar sind. Ich glaube, das geht mit einer schlaueren Taktik. Also am Anfang nicht so deppert sein, wie es war, um genau zu sein. Und bei guten Bedingungen. Dann laufen natürlich die Leute, die jetzt da 13 Stunden gelaufen sind, ein bisschen schneller. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, es ist machbar. Ich glaube nicht, dass ich es an dem Tag geschafft hätte. Auch nicht bei guten Bedingungen.
Also das wäre nicht drin gewesen. Das habe ich noch nicht drauf. Vielleicht kommt das noch. Aber es ist. Also nicht jetzt nur, weil du Stepford angefangen hast, sondern auch so wäre es allgemein ein bisschen over the moon gewesen oder over the top. Also zu viel. Ja, also vielleicht 13:30 wäre vielleicht, wenn ich es nicht Deppert angegangen wäre, aber also das wäre schon, also 13 Stunden ist wirklich on the edge. Das, also für mich machbar. Also für mich waren an dem Tag, bei dem Anfang, also das habe ich mir selber verballert, hinten raus war das Maximum, was ich irgendwie aus meinem Körper rausgekriegt habe. Da war einfach nichts mehr da. Ja, ich meine, an dem Tag war klar, weil ich meine, ich sage immer, solche Wetterumstände sind auch jetzt nicht was, dann musst du halt nehmen, was an dem Tag möglich ist. Also solange du dann trotzdem alles gegeben hast, kannst du dann eh nur zufrieden sein, weil das mehr hast du halt an dem Tag auch nicht leisten können. Und grundsätzlich ja, wobei vor mir ist der Michael Bauer, ein paar Plätze vor mir, nicht viel Zeit vor mir, ins Ziel gelaufen und der dessen ein Ding habe ich mir angeschaut. Ich beneide ihn um seine Rennstrategie. Der ist durch die erste Station, glaube ich, als 140. gelaufen und hat kontinuierlich Plätze gut gemacht. Ich glaube, der hat einfach eine Vorgabe gehabt, die er im Kopf gehabt hat, und die hat er knallhart durchgezogen. Der ist einfach immer weiter nach vorn gelaufen und ist nachher am Schluss, glaube ich, ist er 26. geworden oder 27. Also da muss ich sagen, echt gut. Raus. Aber ich meine, wenn man so sieht, du bist eigentlich auch bis 3 Uhr in der Nacht nach Plan gelaufen. Aber ich gehe davon aus, dass er nicht so gelitten hat. Naja, das kannst du nicht sagen. Er hat vielleicht nur, war vielleicht schneller unterwegs, wie er gelitten hat, aber es ist ja auch so ein Irrglaube, dass nur weil du jetzt ganz vorne dabei bist, dass die dann irgendwie nicht so wirklich leiden. Die leiden nicht halt so lange. Nicht so lange. Das ist intensiver und das ist halt alles, es ist trotzdem irgendwie dasselbe. Ja, auf alle Fälle. Es war bis jetzt in meiner Karriere das brutalste und anstrengendste Rennen. Und ja. Auch im Kopf am forderndsten. Also es war körperlich super anstrengend, aber auch im Kopf hat es mich komplett fertig gemacht. Also ich bin doch froh, dass ich es durchgezogen habe, einfach, dass ich es durchgezogen habe, aber ich verstehe wirklich jeden, der aufgehört hat, und das ist in dem Fall, war es auch nicht irgendwie, dass man sagt, oh, das war jetzt ein Schand oder du hast dazu vorgenommen, nein, der Tag war einfach wirklich ein einziges, es war ein einfaches Seuchenrennen. Nichts an diesem Rennen war schön, gar nichts. Das war alles scheiße. Ist nichts am Laufen jemals schön. Du machst es nur, weil es nicht anders kann. Ich weiß, was du meinst. Ja, aber ich glaube auch, dass dir das allgemein für die Zukunft viel bringen wird, weil es dann einfach, wenn es da bei zukünftigen Rennen einmal schlecht geht, du vielleicht zurückblicken kannst, denkst, wenn ich durch den Scheiß gekommen bin, dann schaffe ich das jetzt auch. Ein Bonbon auf der Seite. Du hast mir am Tag davor noch ein Lied für meine Playlist geschickt. Und wie in diesem Downhill bei Kilometer 90 oder 87 plötzlich blinker links mit Pimmel raus Mofa fahren gekommen ist, habe ich tatsächlich kurzfristig ein Lächeln auf den Lippen gehabt und habe mit wehenden Haaren mitgesungen. Nur ganz nichts kurz. Nichts anderes war mein Ziel. Es hat tatsächlich funktioniert. Ja, schau, das ist die Magie des Podcasts. Oh ja. Ja, wir werden, ich werde schauen, dass ich das Ganze noch irgendwie in Bild und vielleicht auch in einem Video festhalte, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und ja, ich muss sagen, ich glaube, dass dieses Rennen schön sein kann, wenn es schön ist. Wenn es so ist, wie es jetzt ist, gar nicht cool. Gar nicht cool. Verstehe ich. Und ich meine, wir hatten das Thema ja auch schon bei G-Gut, wo es ja ähnliche Dings gegeben hatten, wo du noch gelesen hast von Leuten, die dann auch gar nicht erst angetreten sind, was sie gemeint haben, das tun sie sich nicht an. Und ich glaube, das kann man da nur verstehen. Und es ist halt, das wird einem bei solchen Rennen dann auch immer bewusst, es ist halt schon noch eine Gratwanderung, die man da betreibt. Und da kann halt, ich meine, die Bergrettung war unterwegs und dürfte ja alles noch irgendwie glimpflich ausgegangen sein, aber ich finde das noch immer, und wir betonen es auch immer wieder, als Veranstalter kannst du halt auch nicht vorsichtig genug sein. Und man kann sich schon fragen, ob man das nicht. Ja, ich meine, sie haben die Bergrettung verdreifacht
und haben es dann auch rechtzeitig abgebrochen, glaube ich. Natürlich sind ein paar Leute ins Krankenhaus gekommen, aber ja, wenn sie zu früh abbrechen, regen sie die Leute auf, brechen sie spät ab auch. Also du kannst das in dem Fall nicht wirklich richtig machen. Also meinerseits muss ich sagen, zwei wirkliche Verbesserungen muss man dem Veranstalter schon sagen. Das eine ist, die Geschichte mit dem Bus war Mist. Ja. Und die Geschichte mit den Dropbacks war einfach nicht notwendig. Weil, dass das mit den Dropbacks funktionieren kann, das haben wir bei so vielen Rennen schon gesehen, das ist einfach nicht notwendig. Ja, ist ja auch keine Neuerung, dass du jetzt, ich meine, selbst wenn das draußen ist und selbst wenn du sagst, du hast genügend Platz und es regnet nicht, dass du zwei Leute hast, das hat jetzt nichts mit dem Regen zu tun, weißt du, was ich meine? Wie du gesagt hast, dass zwei Leute, dass einer schreibt auf und einer die Dropbacks, dass du da in der Mitte des Rennens, wo die meisten Leute kommen, dass du da irgendwann einmal einfach ein Nadelöhr hast, wo du Kapazitätsprobleme hast, das hätte ich da davor auch sagen können, wurscht, wie jetzt das Wetter ist. Ganz ehrlich, wenn du 100 Meter vor dieser Hütte jemand positionierst mit einem Funkgerät, der noch einen meldet, welche Nummer vorbeikommt, dann kann ich die Nummer aufschreiben und kann diese blöde das Dropback aussuchen, das ich bestenfalls nach Nummern aufsteigend sortiert habe. Das ist jetzt echt kein hochwissenschaftliches Geschichtel. Beim Mozart hast du es ja selber nehmen können, aber da war es halt sortiert. Da hast du halt gewusst, genau. Du hast deine Startnummer gewusst und du hast gewusst, wo du hingehst und nimmst da. Und beim IRTF haben sie es auch aufrecht gehabt und da haben sie aber halt zwei, drei Maxeln stehen gehabt, die halt dann mehr als einen gleichzeitig servicieren haben können und die halt dann in brauchbarer Zeit dir dein Ding reichen. Außer du hast natürlich Steffen, dann reicht auch das dir nicht, aber andere Geschichte. Also dieses Jahr beim IRTF, ich bin reingekommen in diese Labestation und beim Reinlaufen hat eine meine Nummer gesehen und ist direkt hingegangen und ich habe dieses Dropback, weiß ich nicht, ich glaube 20 Sekunden später in Händen gehalten. Und ich war diesmal auch nicht viel weiter hinten. Also die Geschichte, das kann man einfach besser machen. Fertig. Dafür muss ich zugeben, warme Duschen im Ziel, schon geil. Vor allem nach dieser Nacht. Was man noch anbringen kann ist, wie ich nach Kranzkagorch gelaufen bin. Um ca. 12.25 Uhr hat es zum Regnen aufgehört. Und um ca. 13 Uhr ist die Sonne rausgekommen. Ja, ich habe dann nochmal geflucht. Es hat nämlich dann aufgerissen und es war den restlichen Tag schön. Es war Zfleiß. Es war einfach alles Zfleiß. Da erinnere ich mich mal, da war es aber beim Zugspitz. Da haben damals auch relativ viele von Twitter mitgemacht und da war es irgendwie ähnlich. Im Tag davor war es schön. Beim Rennen selber hat es nur geschüttet und am Tag danach war es schön. Am Tag danach war es auch wieder schön. Und Nicole hat erzählt, am Dienstag hat sie sich einen Sonnenbrand dort noch geholt bei 29 Grad. Am Dienstag? Wir haben jetzt Montag. Sie hat sich morgen einen Sonnenbrand geholt? Nein, vor dem Rennen. Sie ist ein paar Tage vor dem Rennen angereist. Also 4 Tage vor dem Rennen hat sie sich einen Sonnenbrand geholt, dafür, dass es dann Schnee gegeben hat. Aber dann kannst du den Sonnenbrand schön mit Schnee abkühlen. Super, ja. Großartig. Naja. Auf alle Fälle. Was ich jetzt noch spannend finden würde, aber wo wir dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit geben, damit du das Ganze sacken lässt, wäre, wenn man dann in ein paar Wochen nochmal, weil du hast ja gesagt, trotzdem nebst dem Ding, nebst den Veranstaltungen, dass es ein paar Learnings gibt, wenn wir dann vielleicht auch wieder mal den Trainer einladen und dann besprechen, wie was du da für Lehren draus gezogen hast. Und wie man es anpassen kann. Ja, das, also da bin ich gerade stark dabei, mir das anzuschauen, eben Zeitplan, Tabelle, wann, Renntaktik, Nutrition, hilft ja nichts. Aber da können wir dann vielleicht reden, weil bei der Zeitplan-Tabelle, ich will ja nicht sagen, aber da habe ich auch schon vorher gesagt, dass das vielleicht eine Milchmädchenrechnung war. Sie hat lange durchgehalten. Ja. Ja, bis über die Hälfte. Aber wenn sie nicht ganz durchhält, dann war sie ja davor auch nicht gut. Du siehst es an dem einen, der 104. war bei der ersten Laborstation und dann ja, 26. war. Aber man sieht bei mir tatsächlich, ich habe von Kilometer 1 bis 56 war ich in Time und ich habe zwischen 88 und dem Ziel habe ich 3 Minuten auf dem Zeitplan verloren. Nur dazwischen, also zwischen 56 und 88. Also dieser Anstieg rauf
der hat mich einfach, den habe ich energiemäßig, da hat es mir einfach komplett den Stecker gezogen. Ja. Aber das Rennen ist halt nicht 70 hingekriegt. Kilometer lang, das ist das Problem. Weißt du, was ich meine? Wenn ich daheim guckt, war lustiger. Nein, aber. Dann hätte ich das auch gesagt. Nein, ich weiß schon, dass das nachher leichter ist und das von mir aus leichter, aber so ehrlich muss es halt sein, das ist halt dann, wenn es um 30 Kilometer nicht passt, dann hast du um 30, dann war halt irgendwie zu ambitioniert. Ja, aber es hat am Anfang passt, es hat am Schluss passt, das heißt, ich muss jetzt einfach nur schauen, wie kriege ich das hin, dass ich dazwischen nicht so eingehe. Dann pfeift es. Training. Ja. Ich schon wissen. Was soll ich sagen? Ja. Und meine Aufgabe in dieser Konstellation ist ja nun mal eben, die blöden Fragen zu stellen. Deswegen, ich finde das. Das schaffst du sehr, sehr gut. Ja. Wenn ich wenig kann, wirklich wenig kann, dann ist es dir blöde Fragen stellen. Da hast du auch sehr, sehr recht. Und mit diesen Worten, glaube ich, können wir den Julian Elbs 22 beschließen und schauen wir mal, was als nächstes kommt. Gehst du jetzt in eine verdiente kleine Saisonpause? Nein. Hast du wieder was Nächstes vor? Ja, aber ich diskutiere noch mit dem Trainer. Er will, dass ich die Pause mache. We will see. Ja, das heben wir uns dann für eine zukünftige Folge auf. We keep you updated. einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bis denn. Bis denn.